Hallo, da bin ich, die Natalie. Und ich werde euch heute wieder vom Club der Roten Bänder Glaub an deine Träume und sie werden wahr von Albert Espinosa erzählen. Wir sind mittlerweile beim zweiten Kapitel, so geht's weiter, und bei der zweiten Entdeckung angekommen. Die zweite Entdeckung. Das Wort Schmerz existiert gar nicht. Und was, wenn Spritzen gar nicht wehtun? Wenn wir in Wirklichkeit so auf Schmerzen reagieren, wie wir das im Kino gesehen haben, ohne darauf zu achten, ob es überhaupt wehtut, und wenn der Schmerz gar nicht existiert? David, ein ganz großer unter uns Haarigen, der mir 0,6 Leben vermacht hat. Schmerz existiert gar nicht. Diesen Satz habe ich während meiner Zeit im Krankenhaus am häufigsten von den Haarigen gehört. Die Haarigen nannten uns dort wegen unserer Glatze einige Ärzte und Schwestern, obwohl ein Haariger ja eigentlich jemand mit vielen Haaren ist. Ich finde es gut, wenn Wörter machen, was sie wollen, wenn aus einer Fehlbezeichnung ein neues Konzept wird. Uns gefiel dieser Name. Damit fühlten wir uns wie die Mitglieder einer Bande. Wir kamen uns jung, stark und gesund vor. Manchmal tut es gut, in eine Schublade gesteckt zu werden. Und wie jede Bande, die etwas auf sich hält, hatten wir Haarigen nicht nur einen Erkennungscode, wie die roten Bänder, die wir vor der Operation erhielten, sondern auch unseren Schlachtruf. Wir sind keine Krüppel, sondern Krieger. Dieser Ruf erfüllte uns mit Stolz. Und auf der Liste der am häufigsten angestimmten Parolen kam: Es gibt keinen Schmerz. Gleich an zweiter Stelle. Wir haben das so oft gebrüllt, in alle Himmelsrichtungen hinausposaunt, dass sich der Schmerz schließlich verzogen hat. Es existiert allerdings etwas, was sich Schmerzgrenze nennt. Das ist der Moment, an dem man anfängt, Schmerz zu empfinden. Es handelt sich um das Vorzimmer zum Schmerz, um den Moment, in dem dein Kopf zu denken beginnt, dass gleich etwas wehtun wird. Die Schmerzensgrenze ist nur einen halben Zentimeter vom Schmerz entfernt. Ja, das kann man messen. Ich glaube, ich benutze Zahlen, um über Gefühle, Menschen und Schmerzen zu sprechen, weil ich Ingenieur bin. Manchmal habe ich das Gefühl, dass bei der Mischung aus Ingenieurwesen und Krebs so etwas herauskommt. Nach und nach empfinden wir immer weniger Schmerzen. Zuerst bei den Spritzen der Chemo, da tut nämlich jede Injektion weh. Wir haben jedoch herausgefunden, dass der Schmerz nur durch den Glauben an ihn entsteht. Und wenn die Spritzen gar nicht wehtun, wenn wir in Wirklichkeit so auf den Schmerz reagieren, wie wir das im Kino gesehen haben, ohne darauf zu achten, ob es uns wirklich zusetzt, und wenn der Schmerz gar nicht existiert, all diese Ideen stammen vom Weisesten unter uns Haarigen. Er hatte seit dem 7. Lebensjahr Krebs und damals war er 15. Für mich war er wie ein Spiegel, in dem ich mich betrachten konnte. Und er wird es immer sein. Er rief uns zusammen, sprach zu uns. Man könnte beinahe sagen, dass er uns predigte. Und er war dabei äußerst überzeugend. Als er behauptete, dass schon der Zweifel am Schmerz ihn besiegen könnte, da hielt ich das erst für Blödsinn. Und als er dann von der Schmerzensgrenze sprach, habe ich sowieso nichts mehr verstanden. Doch bei einer Chemobehandlung, von denen ich 83 über mich ergehen ließ, beschloss ich dann, an seine Worte zu glauben. Ich sah immer die Nadel und meinen Arm an, fügte dann den dritten Faktor aber einfach nicht hinzu. Er war kein Teil der Gleichung mehr. Ich erwartete nicht länger, dass es jetzt wehtun würde, sondern dachte nur daran, dass ich jetzt eine Nadel
meiner Haut näherte, sie durchstoßen und Blut entnehmen würde. Das Ganze wäre wie ein Streicheln, eine seltsame und etwas andere Liebkosung. Eine Zärtlichkeit zwischen Metall und Haut. Und auf geheimnisvolle Art und Weise traf dann genau das ein. Zum ersten Mal tat es nicht weh. Stattdessen spürte ich diese seltsame Berührung. An dem Tag stach die Krankenschwester 12 Mal zu, bis sie endlich eine Vene fand. Weil die sich mit der Chemotherapie zurückziehen und jedes Mal schwieriger zu finden sind. Ich beklagte mich nicht, es war nämlich wie Zauberei. Fast poetisch. An dieses Gefühl zu denken, das war kein Schmerz. Es gab nicht mal ein Wort dafür, aber mit Schmerzen hatte es nichts zu tun. An dem Tag begriff ich, dass das Wort Schmerz keinen praktischen Nutzen hat, genau wie Angst. Das sind einfach nur Begriffe, die uns erschrecken und Schmerz oder Angst hervorrufen. Wenn wir sie jedoch aus unserem Wortschatz streichen, dann verschwindet auch das, wofür sie stehen. Dieser große Haarige, der mir 0,6 Leben vermacht hat, das Beste, was in mir steckt, wollte wohl einfach sagen, dass das Wort Schmerz nicht existiert, dass es dieses Wort und damit das Konzept eigentlich gar nicht gibt. Du musst stattdessen herausfinden, was du fühlst, wie im Fall der Injektion. Und nicht von vornherein davon ausgehen, dass es weh tut. Du solltest die Situation genießen, sie auskosten und dann entscheiden, was du empfindest. Ich kann dir versichern, dass Schmerz in Wirklichkeit oft Genuss ist. Er kann lustig oder poetisch sein. In den folgenden 7 Jahren, in denen ich Krebs hatte, hatte mir nie etwas wehgetan, denn die Krankheit ist meistens schmerzlos. Bis auf 10 oder 12% der Fälle. Das Kino hat sie zu etwas Schmerzhaften gemacht. Ich kann mich kaum an einen Film erinnern, in dem ein Krebspatient nicht jede Menge Morphium genommen, vor Schmerzen geweint und gekotzt hat oder gestorben ist. Hier wird immer dasselbe gezeigt. Schmerz und Tod. Während ich das Drehbuch für Planta 4, Station 4, schrieb, schwebte mir vor allem ein positiver, realistischer Film vor, der mit Klischees Schluss macht und zeigt, wie das Leben von Menschen mit Krebs verlaufen kann. Wie sie mit diesem falschen Schmerz umgehen, den alle Filme zeigen. Wie sie kämpfen und sterben, sich dabei aber nicht alles um Kotzerei, Schmerz und Tod dreht. Als ich geheilt war, dachte ich eigentlich, dass ich diese Lektion bald vergessen würde. Aber das war die erste, die mir wieder in den Sinn kam. Auch außerhalb der Klinik. Weit entfernt von Krankenhausleben schmerzt oft etwas. Und das hatte nichts mit Krankheiten, mit Spritzen oder chirurgischen Eingriffen zu tun. Dabei geht es vielmehr um deine Mitmenschen, die dir wehtun, ob nun mit Absicht oder nicht. Und in diesem Leben ohne Krebs habe ich dann echten Schmerz empfunden, durch Liebeskummer. Traurigkeit, mein Stolz oder Probleme bei der Arbeit. Und dann kam mir wieder in den Sinn, dass es Schmerz eigentlich gar nicht gibt. Das Wort Schmerz existiert nicht. Also habe ich analysiert, was ich in Wirklichkeit fühle und festgestellt, dass es manchmal einfach Sehnsucht war oder Hilflosigkeit oder Unbehagen oder schlicht Einsamkeit, aber kein Schmerz. Als ich mit 14 im Krankenhaus diesen Trick gelernt und damit den Schmerz besiegt hatte, kam ich mir wie ein Superheld vor, dessen besondere Kraft
in seiner Unempfindlichkeit bestand. Ich hatte einen Schulfreund, der zu mir sprach. Du bist aus Stahl gemacht, du merkst es gar nicht mehr, wenn sie dich pieken. Jetzt, als Erwachsener, ist mir klar, dass wir immer noch gepiekt werden. Manchmal wird an 3 oder 4 Stellen gleichzeitig gepiekt. Manchmal ist es nur ein einziger Stich, aber der geht mitten ins Herz. Das Geheimnis besteht nicht darin, aus Stahl zu sein oder abzustumpfen, sondern darin, den Stich zuzulassen, sich zu öffnen und den Empfindungen einfach einen neuen Namen zu geben. Die Liste ist ganz simpel. Die Entdeckung ist ganz einfach. Das Wort Schmerz existiert nicht. Die einzelnen Schritte. Erstens, such nach Wörtern, wenn du Schmerz empfindest. Wähle 5 oder 6 aus, die definieren, was du fühlst. Schmerz sollte nicht darunter sein. Zweitens, wenn du diese Wörter hast, überleg dir, welches von deinen Empfindungen am besten beschreibt. Das ist dein Schmerz. Das ist dein Wort für das, was du fühlst. Drittens, jetzt wechsle die Begriffe aus, wirf den Schmerz raus und ersetze ihn durch das neue Wort. Von nun an wird dir nichts mehr wehtun und du kannst diese neue Bezeichnung und die neue Empfindung mit ganzer Kraft spüren. Kaum zu glauben, dass es wirklich funktioniert, aber mit der Zeit wirst du diesen Kniff beherrschen und feststellen, dass der Schmerz sich tatsächlich verzieht. Hinter körperlicher Pein und Herzleid verbergen sich ganz andere Empfindungen und Gefühle. Und mit denen kommt man klar, wenn man erst einmal weiß, womit man es zu tun hat, kann man viel leichter dagegen angehen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gut gefallen und ich wünsche euch noch einen voll schönen Sonntag. Bis nächste Woche, wo wir dann über die 3. Lektion erfahren. Tschüss!